Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir beenden den Zug 46 und ja, das Chaos fällt in Cardia ein. Es wagt, den Sektor des Imperiums zu betreten. Die Pest des Chaos, die Death Guard, greifen an. Es sind Zwillinge, zwei Anführer ihrer Flotten. Sehen identisch aus. Sie werden mit voller Mannstärke angreifen. 842 Punkte. Führung habe ich 900. Das heißt, alles, was auf dem Schlachtfeld von denen kommt, wird... Also sie haben keine Reserve. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Fängt der gleich gut an. Alle 10 Züge sind neue Anführer verfügbar. Yeah. Das war bei den Tyrannien ein bisschen tödlich mit den Anführern. Gab es irgendwie zu selten oder zu wenig. So. Da sind sie. Spire. Space Marines. Alles dabei. Ja. Und wir müssen Sektoren einnehmen. Da haut jetzt mein Plan, den ich machen wollte, nicht hin. Ja. Die auch mal her. Also der Kleine kann ja mal sichten gehen. Ne? So, Spire. Schlacht. Kreuzer Mars. Oh. Ach komm. Der wird die Nachhut bilden, der kriegt eher einen auf die Nase. Spire in die Mitte. Oh. We serve. Attacke. Engaging engines. So. Show us the enemy. Du bist die Nummer 2. Ihr seid die Nummer 1. Nummer 2. We stand ready. Nummer 2, mach mal Schleich. Hold course. Oder mach mal. Flieg einfach da mal hin. Nee, mach mal Schleichfahrt. Plotting stealth approach. Die sollen dich nicht sehen. Ich meine, Idee ist, dass wir hier in die Mitte gehen. You have seized a Komm her, die sollen auch sehen. Die sollen auch sehen. Ja. The enemy has seized a strategic area. Nummer 1. Oh, da kommt schon was. Wir machen mal Energie. All power to engines. Decken mal auf. Ist das Sonde oder Torpedos oder Jäger oder so ein Scheiß? Hier bin ich. Komm zu mir. Mein liebes Chaos, was ist das? I am listening. Entgegengesetzten Kurs. Nummer 1. Cruising speed normale set. Energie. Na, ah, er wurde identifiziert. Where shall we strike? Dreck, fliegt trotzdem da rein. Also, Abfangjäger kann man zum Aufklären we nutzen. Wait your command. The enemy has seized cool. A strategic area. Das wusste ich ja noch gar nicht. Fury Interceptors in flight. Feuer auf eigenen Bedarf. Ziel erkannt. Feuer. Give us purpose. Ja, genau, schieß seitlich. Enemy sighted. Ihr dürft noch Front, ihr müsst näher ran, meine Freunde, finde ich. Targeting enemy vessel. Alter, komm zurück. Bomber. Initiate Thunderhawk bombardment. Enemy sighted. Hier auf den da, Feuer. Engaging target. Ah, den haben sie auch entdeckt. All power to engines. Enemy sighted. So, seitlich. We wait your command.
targeting enemy vessel. Ship ready. Nahkampf. Your orders? Oh, Waffendeck ist beschädigt. Reparieren. Engaging engines. Ah, ein bisschen beschädigt. Seitlich feuern. Target locked in. For the Emperor. So. Oh, bin ich gerade gegengeflogen. War nicht meine Absicht. Your orders? Engaging target. Auf die Kleinen, die nerven. We stand ready. Nee. Ship ready. Komm. Hast du eine Ramme vorne? All ahead, full. Nee, ist die Nova-Kanone. Entschuldigung. Habe ich durcheinander gebracht. I am listening. Ah. Moving to position. Zieh dich mal zurück, mein Süßer. Oh, das war falsch. To where we are needed. Scheiße, Antrieb. Die Space Marines kriegen gerade eine echt auf den Deckel. We lost the defense platform. Enemy sighted. The enemy has seized a strategic area. Engaging. Where should we strike? Alter, zieh dich zurück, ey. Full speed. Full speed, genau. We serve. You have seized a strategic area. You have accumulated 25% of strategic points. Scheiße. Er kann nicht zurück. Hold course. Aye, Admiral. Dass wir ja nicht verfolgen, das ist gerade die Idee. Hull failing. Bulkheads collapsing. Give us purpose. Scheißendreck, ey. Initiate Thunderhawk bombardment. Er kann nicht entkommen. We wait your command. Er kann nicht entkommen, ey. Targeting enemy vessel. We stand ready. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Your orders? We serve. Bomber, Attacke. Starhawks loaded and sent. Heading acknowledged. Scheiße, ey. Haben sie mein Space Marine Schiff zerstört? Das gibt's doch nicht, ey. Verfickte Chaos-Wichser. Coordinates acknowledged. Maximum burn. Oh, er muss reparieren. Aye, Admiral. Schön Antrieb kaputt gemacht. Entermanöver. A defense platform. So, alle Mann, drauf da. Reporting successful boarding action. Oh, denen geht's auch nicht gut hier, verdammt. Muss sich drehen. Setting course. Changing course. Halt! Schade, hat nicht geklappt. Enemy sighted. Ship ready. Ja, soll er den Punkt einnehmen, ist mir wurscht. Underway. Nein.
Fahr noch mal weiter, ey. Engaging target. Da muss doch mal sterben, verdammte Axt. The enemy is seizing one of your strategic areas. Your orders? Nachladen. Enemy sighted. Ich komme ja auch nicht ran, ne? Wegen Entermanöver oder so. You have accumulated 50% of strategic points. Was ist los? Okay, der eine ist weg, dann gibt's eine Meuterei. Du schießt mal auf den da. Du auf den Abfangjäger. Fury Interceptors in flight. Perfekt. For the Emperor. Du, mein Freund, machst das doch gerade, okay. The enemy has seized a strategic area. Dann weiter auf die anderen. Dauert zu lange. You have seized a strategic area. Eins. Front. Und hinterher, verdammte Scheiße, ey. Course engaged. So, flieg mal in den Nebel. The enemy has accumulated 50% of strategic Energie. Kaffee trinken. So. Müssen einfach näher rankommen. Cruising speed set. Puh. Na, sie haben Verstärkung bekommen oder was? Das gibt's doch nicht. Coordinates acknowledged. We wait your command. Ship ready. So, Seite schießen. You have accumulated 75% of strategic points. Und Feuer. Engaging. All ahead full. Heading acknowledged. Engaging. Aye, Admiral. Rüber, Männer. Ah, Torpedos sind kaputt. Das gibt's doch nicht. Your orders? Entschuldigung. Our borders have caused internal damage. Ship ready. The enemy is seizing one of your strategic areas. Los, fight, fight, fight. Reporting successful boarding action. The enemy is seizing one of your strategic areas. Meuterei an Bord. Los, weiter auf das Chaos und meutern. Zerstört das dreckige Chaos. Die machen ein Rammmanöver. Nee, kein Rückzug. Kein Rückzug für das dreckige Chaos. Na, die haben sich wieder gekriegt. Nimm mal den Punkt ein. Hier mache ich die Waffe aus. Ihr dürft weiterschießen. The enemy has seized a strategic area. So. Frontbewaffnung einschalten. Engaging engines. Fliegen Feuer. The enemy has seized a strategic area. Da hinten ein Punkt, ich glaube nicht, ne? Das heißt, du darfst dahin. We wait your command. Ship ready. Na ja, komm, Feuer frei. Scheiß auf den Punkt. Hin. Setting course. Erstmal drehen.
Nova-Kanone. Impossible, Admiral. Nein. Oh, er ist einfach nicht weit genug. Aye, Admiral. Maximum burn. Changing course. Komm nicht hinterher, ey. Oh, es gibt auch noch zwei Schiffe, sehe ich gerade. The enemy has accumulated 75% of strategic points. Ihr dürft aber auf den schießen, nur zur Info, ne? Coordinates acknowledged. Surprise, motherfucker. Attacke. Enemy vessel. Oh, Nahkampf. Oh, diese Schweine. Müssen die Truppen da mal töten. Verdammt, jetzt haben die nicht mehr so viele. Ach du Scheiße, ey. Your orders? So, jetzt wollen wir mal Torpedospaß haben. Ein bisschen entgegenkommen. Cruising speed set. Ich hoffe, das reicht jetzt, ey. Ah, es kam an. Kam an. Fury Interceptors in flight. We wait your command. So. You have seized a strategic area. The enemy has seized a strategic area. Ja, du kannst den nächsten ärgern. Hol dir den mal zurück. At your command. We wait your command. Ich sag mal nachladen. Reloading. Aye, Admiral. We serve. Und wir schicken mal Leute rüber. Ship ready. Ihr seid einfach zu weit weg, ne? Das ist. Underway. We wait your command. Reparier mal. Initiate emergency repairs. All ahead full. We serve. Ich lass dir mal vor. Heading acknowledged. The enemy is close to victory by strategic points. Er ist immer noch im Weg. Maximum burn. Cruising speed set. Nee, nee, nee. Engaging engines. Haben wir verloren oder gewonnen? Oh Gott sei Dank. Ich habe jetzt nicht mehr gewusst, wie viele Punkte wir hatten. Ich habe mich einfach nur darauf konzentriert, die zu besiegen. Ja, wir haben eine erfahrene Space Marine Flotte verloren. Das ist doof. Weil, ja, war halt erfahren, ne? Komplett ausgebaut. Und bei den Space Marines fällt mir jetzt erst gerade ein, dass die ja gute Nahkämpfer hatten. Ja, die schicken ja Terminatoren rüber. Und die hauen ja richtig auf die Kacke. Finde ich irgendwie schade. Aber beide Flotten sind im Arsch. Gut. Das heißt, Spire ist frei. Und kann endlich wieder runter. Den brauche ich unten auch. Ja, ich weiß. Dringlichkeit wurde erhöht. Sag ich doch. Wir brauchen dringend Spire da unten. So.
ein Anführer. Ich will natürlich wieder einen von den Imperial Fists haben. Also, oh, Lysander! Ja klar, wollen wir den berühmtesten Captain der Imperial Fists haben. Da. Lass ich nicht mit mir reden. Lysander. Natürlich kommt nimmer den. Also, da gibt's kein langes Reden, du. Aber wir dürfen auch nur die nehmen. Warum darf ich mich damit nicht für andere entscheiden? Vielleicht möchte ich doch mal einen Space Wolf. Oder Salamander oder Iron Hands. Auf jeden Fall nicht Ultramarines. Einfach nur deswegen, weil die in jedem Spiel vorkommen. Und meistens früher immer auf den Covern waren. Das ist irgendwie von den Games Workshop-Leuten die Lieblingsfraktion, war. Allein deswegen mag ich die Ultramarines nicht. Aber sie sind blau. Blau ist eigentlich eine schöne Farbe. Kann man nichts gegen sagen. Könnten hier nochmal eine Makropolwelt verbessern. Das gibt uns 20 Goldtalerchen. Können wir vielleicht eine auf Stufe 3 packen? Nee, warum können wir nicht Stufe 3? Stufe 3 finde ich so schön. Da gibt es nur 10 Talerchen. Na? Truppenregeneration steigt dafür. Boah. Senkt die Chaosbedrohung im Sektor um 1. Forschungsstation, verstärkte Panzerung. Oh, das geht sogar. Und dann kriegen wir noch mehr Geld. 80 pro Runde. 80, das ist geil. 80 ist geil. Wird das überbieten? Nee. 80. Yes. 80 ist geil. So. Spire ist auf dem Weg. Kannst du noch was? Du kannst noch ein, zwei leichte Schiffchen kaufen. Bei dir bin ich mir noch nicht sicher. Du und Spire, ihr haut später richtig auf die Kacke. Wenn Spire da ist, dann geht's hier unten los. Na komm, ein neues Schiff will ich bauen. Oder zwei. Dann sinkt zwar wieder unser monatliches Einkommen, aber wir haben dann zwei Flotten oder zwei Schiffe, wo ich sagen kann, jetzt geht's los. So. Ich hätte gerne... Die Torpedos sind mir eigentlich langsam unwichtig. Die Zweier-Torpedos, die machen irgendwie nicht so viel. Leichte Lanzenbatterie, Doppelmarken. Auf jeden Fall was mit Scanner. Wir müssen ja ein bisschen was scannen. Ah, also was wie Cobra vielleicht? Das ist schon das Einzige. Nur die Cobra hat hier so einen verbesserten Scanner? Sensoren, verbesserte. Verbessert die Erfassungsreichweite des Schiffs um 4500. Das macht natürlich Sinn. Okay, der könnte noch. Der hat das auch, aber... Die Cobra hat das irgendwie diese Eigenschaft verbessert. Dann bauen wir mal eine Cobra. Eigentlich könnte man hier noch eine echt bauen, aber ich will immer Kleinvieh haben. Verteidigungszahl mit 6, 3, 6, Mut 0. Das ist natürlich, das erfreut mich. Eigentlich gar nicht. Ich bin doch am überlegen, ob ich zwei Falken nehme. Oh, ich nehme die einfach mal. Und dann vielleicht kein Geld mehr habe. Okay. Aber wir könnten immer noch vielleicht noch eine Cobra holen. Dann haben wir zwei, die einfach scannen können und zwei nochmal, die eigentlich genau, wenn die beide auf ein Ziel schießen, haben die, müssten sie vier Torpedos haben. Das ist fast so eine Wirkung wie ein von den großen.
Schön. Mit Spire sind wir schon bei 2 Flotten, bei 1100 ein paar zerquetschen. Das heißt, wir könnten auch diese hier hochnehmen. Ich glaube, das würde ich sogar machen. Sogar die vielleicht als erstes. Oder den hier. Der hat dann überhaupt keine Chance. Wir könnten die eigentlich jetzt schon hochnehmen. Aber ich warte auf Spire. Ah, oh, da ist er schon. Zug beenden. Die werden da jetzt ein bisschen Krawall machen. Ja, bau doch deine Verteidigungsplattform. Ist mir doch... Hä? Geht denn deine da gerade hin? Wo will der denn hin? Ah! Das ist ein System, was noch niemand beansprucht hat. Na gut. So, Spire. 1, 2. Necron oder Chaos? Warte mal, wir machen es anders. Der darf ja noch ein kleines Schiffchen, ne? Ein kleines Schiffchen. Nur ein kleines. Sword. Könnte. Ach komm, ich nehme mal hier so eine Ballerbude. Oder Firestorm. Firestorm hat noch eine Lanzenbatterie. Hat wie viel Türme? 6 Verteidigungstürme. Aber es geht nur gegen Geschwader und Torpedos. Truppen. Nee. Einen Falken wollte ich jetzt nicht bauen. Kaufen. Nö. Kein Falken. Ah, hier sieht man die Bewaffnung. Leichter Makroturm 3, 2, 1, 1. Ich glaube, ich nehme doch einen Falken. Der hat 3 Türme. Hülle 75, die anderen haben auch alle 75. Ach komm, ich nehme doch einen Falken. Hast mich überzeugt. So, jetzt hat der alleine schon, der alleine könnte es ja schon mit den Chaos-Heinis aufnehmen. Klatsch. Machen wir mal weg hier. Klatschen mal weg. Zack. So, Chaos, was machst du jetzt? Ne? Jetzt guckst du doof aus der Wäsche. Komplett in Überzahl. Nee, gar scheiße doch. Wieder die Death Guard und die rote Korsare. Rote Korsare, da waren die roten Korsare. Die sehen aus wie hier Blut für den Blutgott. Ich komme nicht auf den Namen, ey. Ah, Korn. Kornberserker oder Korn. Ja, so. Korni halt. Wie, waren das rote Korsare? Ich habe auch unter Korn kennengelernt. Naja, muss ja nicht richtig sein. Wenn ihr es wisst, wie die heißen, richtig, schreibt es mir in die Kommentare. Ah, lecker Kaffee. So, Spire rückt an. Das ist jetzt hier eine geballte Ladung imperialer Armee. Imperiales Geschwader, verdammt. Space Marines sind übergeschätzt. Aber werden übergeschätzt. Zeig mir mal so einen Falken hier. Einen kleinen Pott. Ah, hat nicht so hohe Kirchtürme. Ah, hier oben hat er Geschütze drauf. Das ist die... Was hat man noch? Firestorm? Ich habe den Namen vergessen. Cobra. Widowmaker. Da gefällt mir dieser Turm hier nicht. Was soll diese Megalampe da vorne? Wollt ihr da was anstrahlen? Ja, hier kann ich nicht so die Waffen erahnen. Ich weiß aber, hier sind ja auch Waffen drin. Na gut.
So. Bist du denn überhaupt? Du bist ja so ein leichter, ne? Leichter Kreuzer. Kreuzer, Kreuzer, Schlachtkreuzer. Ach, ist das schön, 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 schön. Wir kämpfen jetzt gegen zwei Chaos-Flotten. Ich bin am Überlegen, ob ich die kommen lasse. Ich werde auf jeden Fall Folgendes machen. Ihr seid meine Nummer 1. Ihr auch. Ihr seid meine Nummer 2. Scheiße. Ah. Aber so. 1. Zwei. Der, was macht der denn da? Wo hängt der denn drin? Warte mal, loslassen. So, bereit. 1. Okay. Die, ach so, die haben... Okay. Das ist nicht so schlimm. Die 1 soll offensichtlich... Setting course. Ja, hier, der gehört nicht dazu. Mal dahin. Course engaged. Die 2 möchte ich bitte hier drin haben. Und ja. Oh, da hat alter Knochen geknackt, ey. Hm. Ich bin noch nicht zufrieden. So. Haben wir jetzt endlich mal. Jetzt haben wir es geschissen gekriegt. Fantastisch. Setting course. So, seid ihr ungefähr alle in einer Linie? Könnt ihr mal Gas geben? All ahead full. Und stopp. Oh, wow, wow, wow. We wait your command. Gib mal Gas. Gib mal Gas. All ahead full. Und jetzt darfst du auch. Das war mir gerade ein bisschen zu gefährlich. Maximum burn. Meine Idee ist, ich stelle sie hier hin, sollen sie ruhig sehen, und dann suchen wir für die unsere Falcons hier, suchen wir ideale Ziele, und da schießen wir Torpedos drauf. Your orders? Viel Torpedos sind das ja nicht, die sie haben, ne? Das sind ja immer, glaube ich, nur 2 Schuss, genau. So die Idee. Ob das jetzt was wird oder nicht, Ship ready. Werden wir ja gleich sehen. Also hat aber auch ganz schön auf Kuschelkurs, ne? Coordinates acknowledged. Boah, kannst du schon mal ein bisschen weiter noch da fahren. Aye, Admiral. So, ihr dürft erstmal die Langwaffen nehmen und ja. Nova-Kanone. We serve. Understood. Mal gucken, ob das so ungefähr klappt, was ich mir jetzt vorgestellt habe. Der fliegt einfach querbeet, das ist schon mal scheiße. Das Problem, was ich jetzt habe, der eine, der jetzt aufklären kann, der ist hier hinten drin, ne? Wurde gekennzeichnet? Ach, wurde identifiziert. Scheiße. Ja, so viel zu dem Plan. Die eine alte Petze. So. Feuer frei. Aye, Admiral. Targeting enemy vessel. Meuterei. Wunderbar. Habt ihr das gesehen? Da geht mir doch ein verficktes... Das war schön. Das war schön. Hier, nachladen. Ah, du kassierst mir so viel Treffer. Raus da. Raus. Enemy sighted. So, ihr dürft seitlich schießen.
Ihr auch. Ach, die Nummer 1 komplett. Jupp, jupp, seitig. Jetzt ist es eh zu spät. Erstmal auf das ganze kleine Kruppzeug. Das geht mir auf den Sack. Meuterei. Auf den nächsten. Du. Die Nova-Kanone setzen wir gleich weiter ein. Wenn wir hier dieses kleine Kruppzeug weg haben. Du kannst ja da drauf gehen. Ah, schade. Reicht doch nicht. We serve. Target locked in. Ship ready. Ah, scheiße, nachladen geht nicht. Changing course. Aye, Admiral. Ah, der kassiert Schaden, der muss weg da. Ship ready. Ah, kann nicht weg. Er kann nicht weg. So. We serve. Den einen lassen wir da mal entkommen. Der ist mir jetzt gerade echt Käse egal. Ich will, dass das Schiff entkommt. Ship ready. Aye, Admiral. Heading acknowledged. Oh, der dreht die. We wait your command. Knallt die weg. Der knallt die weg. Ey, ist der Hammer. Nee, komm. Ab. Hau ab. Die Kleinen müssen weg. Die Kleinen müssen weg. Understood. Your orders? So, ihr müsst ran. Setting course. Ihr müsst ran. Nova-Kanone. Ich hoffe, er kommt ran. Aye, Admiral. Engaging. Yes. Your orders? Starhawks loaded and sent. Ship ready. Our borders have caused internal damage. Aye, Admiral. Boarding teams have crippled the enemy. Und rüber. Engaging engines. Boarding teams have crippled the enemy. Your orders? Our borders have caused internal damage. Und Attacke. Ship ready. Oh, der ist ja immer noch da. Sieh zu, dass du abhaust, mein Freund. Echt, ey. Reporting successful boarding action. Hau ab. Ship ready. Und abdrehen. Changing course. Hier, auf den da, verdammt, der muss sterben. Engaging engines. Weiter. Engaging target. We wait your command. Initiate emergency repairs. Krava, scheiße. Ich hab die zu beschissen gesetzt. Aye, Admiral.
Mission speed set. Changing course. Müsste passen. Underway. Jawohl. Das war ein schöner Treffer. Your orders? Kämpfe. Ihr. Ihr. Ship ready. Feuer frei auf die Meuterer. Und du da drauf. Du zieh dich mal zurück. Warte. Los rüber da. So. Reporting successful boarding action. Frontbewaffnung. Ah, das war zu früh. All is lost. Taking heavy damage. Exekutieren. Dann Rückzug. Ich will, dass die Leute hier Erfahrung behalten und nicht hier einfach nur Strunz verrecken. Kann ich dich auch exekutieren? Your orders? Nee. Coordinates acknowledged. Er kann nicht. We wait your command. Ja, dann musst du ein bisschen drehen. For the Emperor. Feuer an Bord. Fantastisch. So, Falken Nummer 1. Course engaged. Nochmal Torpedos. Ah, kommt keiner durch. Schade. Ship ready. Oh, hier mal kämpfen. Reporting successful boarding action. Your orders? Bombergeschwader, drauf da. Und nachladen. Ship ready. Understood. All ahead, full. So. Holen wir gleich. Den holen wir uns gleich. Setting course. Das war huge. Target locked in. Brennen. Ruf zum Waffen beenden. Underway. Meuterei. Der brennt vor sich hin. Glaubt mir, ey. Hat sich erledigt. Wunderbar. Hi, Admiral. Heading acknowledged. So, ich spule mal vor, bis die alle da sind. Hi, Admiral. Ah, Reparatur dauert noch. Alter, Junge. Oh, oh, oh. Den habe ich vergessen auszuschalten. Alter, hab ich das vergessen. Ah, die kriegen eine Destruktorbombe. Du geh nach Hause. Deine Schicht ist vorbei. Ah, der hat aber auch schon einige Leute verloren. Ah, der kann aber reparieren. Das ist das Schiff von Spire, ne? So. Oh, wir haben die Nova noch. Hier, die Nova haben wir ja noch. Schön, 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 schön. Ah, können wir nur einen mit zersäbeln. Initiate emergency repairs. Frontwaffen. Enemy defense platform destroyed. Und tschüss. Ich liebe die Nova. Die Nova habe ich soeben gerade ins Herz geschlossen, diese Runde. Engaging. We serve. So, wir warten noch. Your orders? Hier, du, näher ran. Du, flieg mal. Heading acknowledged. Näher ran. Ihr macht schon mal seitlichen Beschuss.
We serve. Ja. Wenn wir nah genug dran sind, hole ich den Kollegen. Bomber. Starhawks loaded and sent. Oh, seitlicher Beschuss, Attacke. Targeting enemy vessel. Underway. Feuer. We wait your command. Und rüber. Seitlicher Beschuss auf ihn. Target Feuer. Locked in. Du. Wurmloch. Rüber. Impossible, Admiral. Ziel auf ihn. Leute rüberschicken. Feuer. Keine Chance dem Chaos. Haben aber doch schon. Nee, doch, nur der ist das Schild weg, komischerweise. Aber sonst. Ja, gut, das eine Schiff. Ich glaube. Ja, das hier. Kann ich zurück. Boarding teams have crippled the enemy. Eins haben wir ja rausgeschickt. Sonst, die Großen haben leichte Schäden, ne? Also der eine hat ja zwei Strukturpunkte oder so weniger. Aber gibt Schlimmeres. So, alle Mann aufs letzte Ziel. Sieht doch gut aus. Hier nochmal Bombergeschwader drauf. Gut, dass sie mittlerweile selber drauf aufpassen. Und das war Sieg. Sieg gegen das Chaos. Wir könnten quasi uns hier wirklich im unteren Bereich nur auf die Mission konzentrieren eigentlich. Die Elder sind da oben in der Ecke, oben links in der Ecke sind ja ruhig, die fliegen ja nicht rüber. Können wir uns auch aufheben. Wieder ein Schlachtplan, langsam können wir uns damit auch tot werfen. Ja gut, ne? Die sind halt ein bisschen beschädigt, aber wir haben sie nicht verloren, das ist halt das Wichtige. Na, eigentlich hier können wir eine Runde hin und hier sind wir auch quasi zwei entfernt. Ich würde sogar den hier bevorzugen, weil der zieht gerade weg. Und hier ist nur dann der Schwächere. Dann können wir den und dann sind wir da quasi da, ne? Das läuft, sage ich euch. Was ich aber gerade sehe, ist, dass der Necron-Mann hier quasi reingehen kann. Vielleicht sollten wir mal ein Minenfeld reinpacken, damit die eine Runde verzögern. Und wenn wir hier eh schon Geld reinschmeißen, können wir hier wieder was ausbauen. Wir können die Werft verbessern. Zusätzlichen Punkt. Ressourcen. Erhöht die Ressourcengenerierung. Aha. Das Ziel kann nicht über Stufe 2 hinaus entwickeln. Das heißt, wir kriegen hier mehr Gold oder was? Ich mach das einfach mal. 6% sollte man da ja oben sehen bei den 258. Jawohl. Oh, auch ein bisschen mehr Geld. Wenn wir die anderen noch ein bisschen ausbauen, gibt es da auch noch mehr Geld. So. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie diese Missionen, wie die werden, ne? Aber zurzeit würde ich sagen, die beiden reichen. Spire und hier der andere. Ich hätte aber gern doch eine dritte Flotte. Wie sieht's da oben aus? Wir können da oben ja mal eine neue Flotte ausbilden. Was sind wer braucht Anführer? Ich habe nur 4 Flotten. Nee, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Flotten. Aber das ist vielleicht das Thema nächstes Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt Bruder Heinrich. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.